Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und wir sind wieder bei unserer süßen Elaine und unserem Bürgermeister Schnurrhaar. Hier bist du. Ihr macht Haya. Oh, Baby. Cute, Baby. Und ja, wir sind jetzt ganz knapp dabei, hier den ganzen Mist zu beenden. Es ist kein Mist, okay. Aber ja, es dauert nicht mehr lange und es ist einfach hardcore. Und ich, ja, also es wird vielleicht noch 2, 3 Parts werden. Und das ist halt, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil irgendwie finde ich es natürlich gut. Und irgendwie denke ich mir so, es ist schon irgendwie schade. Und das ist halt so, naja. Aber ja, die Elaine ist auf jeden Fall gut dabei in ihrem Leben. So, sie kann jetzt ihre Hausarbeiten noch vollenden. Die hat sie ja letztes Mal nicht mehr vollenden können. Und ja, dann machen wir das mal eben, ne? Schön, schön. Ja, ja. Ah. Oh, ich bin so emotional. Okay, sie ist durch. Was machen wir jetzt? Irgendwie ist es ein bisschen langweilig gerade, ne? Können wir jetzt in so einer Gastvorlesung teilnehmen? Wir können es einfach mal versuchen, oder? Wir müssen heute nichts mehr tun. Wir müssen nicht arbeiten und so. Wir müssen nicht zur Uni selber. Dann können wir doch so eine Gastvorlesung teilen. Also da teilnehmen. Wo ist denn das? Hier irgendwo ist die Uni. I don't know. Ich gehe einfach hier hin. Gemeinschaftsräume. Das klingt ganz gut. Natürlich gehen wir ohne den Bürgermeister, weil, naja. ne? Also muss jetzt nicht sein. So. La. Okay. Ich bin. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Also irgendwie, wie gesagt, das macht mich einerseits macht es mich sehr glücklich, andererseits halt nicht so und. Ach ja, warum? Wegen kurvigen Körper. Girl, du bist wunderschön, so wie du bist. Kann sie... Nee. Du gehst jetzt trotzdem an so einer Gastvorlesung teilnehmen. Ist mir sowas von kackegal gerade. Von 17 bis 19 Uhr. Ja, gut. Dann halt nicht, Bro. Aber hier ist ein Spiegel und du gehst jetzt sofort dein Selbstvertrauen stärken. Weil ganz im Ernst, nee, du bist nicht ugly so. Nee. Dass sie zu dick ist, Alter. Was ist denn ihr Problem? Sie ist doch nicht zu dick. Oh. Oh. Ich lieb's. Hier steckt sie wieder ihr Selbstvertrauen, indem sie auch nur Peace macht. Das ist sogar eine bewegende Animation. Was habe ich letztes Mal irgendwie gar nicht so wahrgenommen? What the fuck? What is she doing? Ja, alles klar. Jetzt geht's ihr besser? I don't know. Sieht gut aus. Ich sag mal Selbstvertrauens. I don't know. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also wenn sie jetzt so unzufrieden ist, dann soll sie einfach mal joggen gehen. Hier, warte. Sie kann auch einfach... Ich habe das noch nie gemacht. Brightchester Jubel. Mach mal. Gönn dir und geh einfach joggen. So. Ich habe gehört, dass du einen Intelligenztest gemacht hast. Dein Ergebnis ist negativ. Alte Oma, Alter. Labert die hier irgend so einen Müll? Was ist mit ihr? Jetzt ist hier auch noch rot, ey. Wow, das ist aber ein krasser Jubel. Wer ist sie denn? Ah ja, mein dir. Ah ja. Versteht ihr? Okay. Ey, das, sie hat ein gebrochenes Herz. Warum? Sie ist mit ihrer Freundin doch noch zusammen. Was ist mit ihr? Ja, man kann ihr nicht joggen. Man kennt's, oder? Ach, weil sie sich so unwohl fühlt. Ja, dann geh halt kotzen. So. Hier. Dann geht's dir bestimmt besser.
Oh mein Gott, können wir darüber reden, dass dieser Name so angezeigt wird? Okay. Ich hinterfrage nichts mehr in diesem Leben übrigens, weil. Warum? Warum? Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Aber ich akzeptiere es jetzt einfach. So, du kannst 2 Stunden joggen gehen. Denn in 2 Stunden möchtest du ja hier an einer Gastvorlesung teilnehmen. Weil, ja, ist halt so. Machen wir. Was ist da jetzt noch passiert? Übrigens, der Erfinder des Handys bastelt bereits an der schnurlosen Angel. Haha. Was haben sie gesagt wegen Persönlichkeit? Okay. Glamouröse Präsenz. Da sagt sie so attraktives Gefühl und da so, ich hasse mich. Man kennt's auf jeden Fall. So. Sie ist jetzt schon ermüdet. Bro, du bist jetzt noch nicht so lange gelaufen eigentlich. Übertreib hier dein Leben nicht. So, sie ist jetzt damit durch und jetzt kann sie gleich teilnehmen an einer Gastvorlesung. Nee, 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 nee. Sind doch die Räume, oder? Hier, an Gastvorlesungen teilnehmen. Das kostet Geld. Intelligenz ist doch gut, oder? Gönnung, oder? Los geht's. La 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 la. So. Viel Spaß in deinem Leben. Also ich meine, wir werden das eh nicht mehr schaffen. Also es wird sehr knapp. Ah ja. Aber wenn es nur 1 Stunde geht, dann können wir vielleicht 2 machen. Nein, das ist okay. Okay, es geht nicht nur 1 Stunde. Oh mein Gott. Warum ist hier Feuerwerk? Was geht da ab? Hier ist Sportscheiße. Ah, ja. Ne. Alles klar. Bescheuert. Bescheuert. Sollen seine Feinde sagen, wenn sie ordnungsmäßig funktionieren. Aber Elaine macht sich Sorgen, was passiert, wenn das einmal nicht der Fall ist. Gehen wir nach Hause. Das war jetzt nicht so der spannende Tag im Leben, ne? Aber was sollen wir jetzt tun, ne? Ich dachte, das wäre krasser im Leben. Aber das ist es nicht. Aber ja, das geschieht ab und zu wohl. Wie geht's ihr denn? Wer ist sie? Anaya Young. Wenn du Penny Pizarz gewesen wärst, dann hätte ich mich mit dir anfreunden wollen, weil Penny Pizarz ist einfach Best Girl. Und wir sagen jetzt erstmal Hi zu unserem Kater und sagen raus. Oh. Wir umarmen ihn und dann können wir ihn um ein Lied bitten, weil wir haben ihn lieb. Ich würde ihn halt in dieser Großstadt eigentlich nicht rauslassen. I mean, hier sind super viele Menschen, so theoretisch gesehen. Und das, also, I don't know, würde ich jetzt nicht tun. Also, wenn man in einem eigenen Haus wohnen würde, mit einem eigenen Garten, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber, ja, sonst halt nicht. Ja. So, und jetzt bitte sing ein Lied. Oh. Er singt nicht. Schade. Aber lob ihn trotzdem. Einfach weil er da ist. Weil das macht man so. Ich, wie ich meinem Hund immer sage, dass ich sie lieb habe. Auch wenn sie es nicht versteht. Simsagram-Tier. Oh mein Gott. Ich lieb's. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Oh Mann. Sind die qualitätsmäßig gut? Geht so, ne? Egal, wir behalten einfach beide. So. Oh Mann, ey. Dieses Spiel macht mich fertig einfach nur. Das macht mich fertig. Ich kann nicht mehr. Hallo, ey. Nee. Nee, hallo? Oh, er liegt einfach. Hier bitte leeren. Und dann nom 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 machen.
Oh, das heißt ja nicht da hoch. Und er so, hä? Verstehe ich nicht. Mut auf jeden Fall. Nam, 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 nam. Also duschen. Und dann mache ich ja. Also die ältesten Tage sieht das natürlich sehr eintönig nochmal. Aber dafür wird der letzte Part ja. Möchte ich ja eine Abschlussfeier machen. Und das soll ja schon ein bisschen besonderer werden. Und da gucken wir dann mal. Das wird auch hoffentlich dann erst nach meinen Prüfungen sein, damit ich dann da schön viel Zeit reinstecken kann. Weil ich freue mich so sehr, dass ich das halt, also dass ich halt mal was Krasseres machen kann, als halt dieses ungeschnittene Let's Play. Aber es wurde ja dafür abgestimmt, dass es ein ungeschnittenes Let's Play ist. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich das jetzt einfach so gesagt habe. Nein, wir gehen nicht mehr in eine Karaoke-Bar. Kann ich ihn über Hochspringer und Theken belehren? Ich finde das Kratzen aber noch schlimmer als die Theken, to be honest. Dann machen wir das zuerst und dann gehen wir Haie machen. Oh mein Gott, die Nachbarn sind wieder laut. Boah, Hals, Maul, ey. Wir sind heute aber mal wieder höflich, weil, weiß ich nicht. Einfach weil. Hör auf. Und er so, oh ja. Danke, du hast einen Kratzbaum, by the way. Nutz ihn einfach. Was war das denn für ein Move? Die alte Omi ist wieder laut, ey. Hier über lauten Krach beschweren. Sehe ich gar nicht ein. Oh Mann. Es tut mir leid, du hast recht. Immerhin sieht sie es ein. Weil das ist halt immer so eine Sache, ja, ne? So, er macht nochmal nom 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 nom. Kein Problem, Bro. Oh. Es wird ja in, hier, nachhaltig leben, wird es ja auch neue Apartments geben, ne? Ich freue mich richtig drauf. Weil, ich meine, also ich finde es halt auch doof, dass es halt nur Apartments halt in einer Stadt gibt. Weil es ist halt ein bisschen unrealistisch einfach. Auch klar, obwohl das halt das Krasse ist, also das groß, eines der großen Gimmicks ist von diesem, von Großstadtleben. Aber, ja, ne? Nur weil es jetzt eines der Gimmicks ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht wiederbringen kann. Vor allem gibt es ja dann zwei Apartments oder so. Und das ist jetzt ja auch nicht viel. Und das reicht ja auch aus. So, deswegen. Vor allem sind die sogar recht klein. Und das finde ich auch sehr angenehm. Weil, ja, also so die Größe ist halt schon fein so. Ja, es gibt ja auch große hier. Und für, wenn man große will, muss man halt dann einfach das hier haben. Und das ist halt fein, finde ich. Aber ja. Ich würde gerne noch eine bessere Beziehung mit ihm haben, aber er ist da oben und ich glaube, dann klappt das nicht so gut. Oh mein Gott, ist das cute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich liebe ihn! Oh mein Gott! Oh. Ich möchte bald, glaube ich, eine Tierlist anfangen, wer der beste Townie ist aus Sims 4. Ich brauche das einfach für mich persönlich. Wollen wir essen gehen mit Mizuki und Olivier vielleicht? Hätte ich Bock drauf. War das in Windenburg? Ich vergesse immer, wo wir das Restaurant platziert haben. Ja, war es. Ich habe immer noch keinen neuen platziert. Das ist auch irgendwie ein bisschen dumm, oder? Aber, hier. Olivier, Alter, was ist sein Problem eigentlich? Warum siehst du wieder so aus? Ich muss ihn gleich erstmal wieder umziehen lassen, ey. Also, wieso sind diese Outfits wieder da? Also, die waren jetzt ja eine Zeit lang nicht. Wieso keine Rückmeldung? Hallo? Nein! Auf jeden Fall, bei Olivier war es ja die ganze Zeit so, dass er ja schon von Anfang an immer wieder diese Outfits hatte. Die habe ich dann aber eigentlich gelöscht. Deswegen ist es komisch, dass die jetzt wieder back sind. Weil diese Frisur ist nicht seine Frisur. Nur so. Von so orangen Haaren plötzlich zu gelben ist halt ein bisschen komisch. Und vor allem von kurzen zu so langen Haaren. Dass er diese Zöpfe da hat. Es gibt ja hier diese Preview nachhaltig leben Dings und da sind sehr schöne Texte, wenn man halt ein hier Dingens hat. Hier, ein Ladebildschirm. Und dann steht da, also es gibt halt ein Ladebildschirm, da steht da einfach nur, okay. Ich habe das same. Das fühle ich zu 1000%. Wir gehen
Ja, okay, es gibt eigentlich nicht so viel Auswahl für uns. Dann gehen wir einfach an den Tisch. So. Yay! Da sind wir mit unserem besten Freund und unserer festen Freundin hier. Voll schön. Hallo. Wer bist du? Carlo Torres. Ja, das spricht man bestimmt so aus. Lol. Okay. Als ob die da so eine Bewegung machen, dieses Ja, du zuerst. Finde ich irgendwie süß. Weil, to be honest, habe ich das noch nie so wahrgenommen. Okay. Dann mal gucken. Wo setzt sie sich hin? Da oder da? Gegenüber, damit sie ihre Freundin angucken kann. Cutie. So, wir bestellen jetzt für alle, weil wir haben ein bisschen Geld und da kann man sich schon mal gönnen. So, wir waren noch nie alle zusammen, ne? So, wir gönnen uns erstmal nur einen Orangensaft. So, sie kann ich mir vorstellen, dass sie sich das gönnen. Okay, es ist morgens. Es ist morgens, stopp. Das gönnen sie sich doch nicht. Also, weil. No. No, warte. Apfelprickler, Bienentee. Hier. So. Und, eine Fruchtbrause kann man sich, glaube ich, morgens gönnen, oder? So, was isst man denn morgens? Ist hier irgendwas, was man morgens essen kann? Pane Muerto ist, glaube ich, okay. Ja, irgendwie ist das alles nichts, was man so morgens essen könnte, oder? Also, sie hat ja nicht so viel Hunger, deswegen kann sie auch eine Vorspeise essen. Was nimmt man denn dann? Da kann man doch ein Kartoffelbrot. Klingt doch ganz nett. Und, ja. Ein Brötchen. Schön. Dann ist es sogar noch günstiger geworden als sonst. Lol. I love it. So, ich hoffe, dass sie sich jetzt beeilen. Hier. Nein, ihr müsst euch alle unterhalten. Das ist wichtig. Hier freundlich. Und dann Muskeln zeigen. Und dann rede aber gleichzeitig auch mit ihr und mach Polizistenwitz, ja? Und dann redet ihr einfach miteinander. Bitte. Ah, so, schön. La 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 la. Also der Sound vom Flohmarkt ist schon immer sehr angenehm, oder? Muss ich schon sagen. So. Das war schon unser Essen. Cool. So, dann würde ich vielleicht sogar. Warte, das ist glaube ich so, ne? Nein. Oh mein Gott, Kind, verpiss dich. Geh weg, ich will ein Foto machen. Foto. Foto. Ist reden. Okay, danke. Oh mein Gott. Hallo, was ist mit ihr? So, dann machen wir das nochmal. Ja, es ist doof, weil dann ist er verdeckt. Aber egal, irgendwas davon wird bestimmt mein Thumbnail sein. Haha. Irgendwie gibt es ganz viele Thumbnails, wo wir nur morgens, wo wir nur essen sind. Was ist mit mir? Aber irgendwie gehen wir auch ständig essen, ne? Ja. Ja, wir gehen nicht zum Flohmarkt. Aber ja, die werden eh nichts mehr essen, deswegen können wir auch die Rechnung schon bezahlen. So, Gönnung. Und dann fühlt sie sich immer noch fett. Deswegen gehen wir jetzt einfach alle zusammen noch ins Fitnessstudio. Auch wenn wir das dann natürlich erst im nächsten Part weiterführen werden. Aber wir ja, können ja jetzt schon mal anfangen hier, ne? Dann müssen wir diesen Ladebildschirm im nächsten Part nicht mehr genießen. Ich bin Profi, I know. Ja, ich bin komisch, ich weiß. Aber das passiert manchmal. Manchmal. Weiß ich nicht. Ich bin komisch. Ja. Aber wenn ihr mich guckt, dann seid ihr bestimmt auch komisch. Deswegen. Ich hab doch bezahlt. Willst du. Egal. Oh mein Gott, warte mal. Ihr Outfit ist schon sweet, oder? Okay, wir gehen alle gemeinsam. Hier zusammen Training. Gönnung. So. Oh mein Gott, die müssen außen rumgehen. Oh mein Gott, nervig.
Also ich wäre schon kaputt, wenn ich die Treppen rauf und runter gehen müsste, ja? Will ich dazu nur sagen. Oh, die so, ja, wir machen Posen, weil, I don't know, wir gehen nicht auf das Laufband, weil ist doof. Alles klar. Ich hoffe, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Ja, da werden wir unseren letzten richtigen Part wahrscheinlich haben. Voraussichtlich. Hardcore, oder? Also, und dann, also das heißt, es werden jetzt noch zwei Parts kommen insgesamt von diesem Let's Play und dann ist einfach vorbei. Okay, Mini. Ich hoffe, ihr schaltet das jetzt mal wieder ein. Bis dahin und tschüss!